Und, hast du mal wieder was von José gehört? Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert. Das ist alles. Und sonst? Nichts. Arbeit, ein bisschen Kneipe, das wär's auch schon. Hm. Bei dir? So ähnlich. Hallo, ihr zwei. Ach, hi. Wie geht's denn? Ach, mal so. Und dir? Eher so. Ohne Markus bin ich nämlich ganz schön aufgeschmissen. Ich komme mit meinen Bewerbungen einfach nicht mehr weiter. Kennst du nicht jemand anders, der sich mit Kunsthochschulen auskennt? Leider nicht. Hm. Echt. Markus. Taucht auf, verschwindet, verschwindet, taucht auf. Ja. Und immer im falschen Moment. Hm. Ich höre mich mal um, vielleicht kenne ich irgendjemanden, der dir weiterhelfen kann. Das wäre prima. Und du sagst mir sofort Bescheid, wenn du was hörst, ja? Mach ich. Ich gehe dann rein. Jo. Die Arme, mit so einem Bruder ist man wirklich gestraft. Was ich sagen wollte, wie wär's denn heute Abend mit einem Videoabend? Hm? Gero, ich rede mit dir. Was? Wollen wir heute Abend Video gucken? Ja. Warum nicht? Alles in Ordnung? Sistergruppe, der ist der Oberhammer. Ich sag's dir. Mit dem allein könntest du die ganze Gruppe promoten. Ah ja? Ja. Total geil. Und der Sound, super, echt. Diesen ganzen Techno-Kram kann ich nicht mehr hören. Aber das, die waren auch alle auf der Musikhochschule, deswegen. Also die Gitarristin und die Schlagzeugerin und die beiden Typen. Mhm. Interessiert dich nicht besonders, hm? Doch, sicher. Hm. Ach, sei ehrlich. Ich bin ehrlich. Ich bin vielleicht ein bisschen müde, aber erzähl ruhig weiter. Nein, nein, wir sind ja auch zum Video gucken hier. Ich muss dir ja nichts von meiner Arbeit erzählen. Was wollen wir denn gucken? Antonius Ward, Irren ist männlich oder Jean-Claude Van Damme? Ist mir egal. Ach, Gero, du musst doch auch eine Meinung dazu haben. Hm. Ich glaube, ich hab doch keine Lust zum Video gucken. Was? Wieso denn das jetzt nicht? Ich bin einfach zu müde. Tut mir leid. Soll ich wieder gehen? Nee, nee. Bleib ruhig. Ich geh bloß schon schlafen. Gero, was ist denn? Hast du keine Lust, Video zu gucken oder willst du mit mir nicht? Quatsch. Ich sag doch, ich bin einfach nur müde. Mit Markus wärst du wahrscheinlich munterer, hm? Unsinn. Ich bin wirklich nur kaputt. Es tut mir leid. Hm? Ja, mir auch. Ja, ja, wir werden immer gute Freunde bleiben. Von George Cross stammt der Satz, je größer der Haufen wird. Also was ist hier eigentlich los? Hat einer von euch beiden vielleicht Knoblauch gegessen und haltet ihr deshalb diesen Sicherheitsabstand von 3,5 Metern? Naja, also irgendeinen Grund muss es ja haben, hm? Ich weiß nicht, warum Gero sich da hingesetzt hat. Ah, so. Ja, und warum hat sich der Gero dort hingesetzt? Weil der Gero die liebe Sophie nicht beim Zeitungslesen stören möchte. Also, ich bin sicher, dass die liebe Sophie bereits die Zeitung ausgelesen hat und dass du ihr näher kommen könntest. Na gut. Ja, bitte. Ach, genug geschmollt. Du hast ja recht. Ein bisschen jedenfalls. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich oft über Markus nachgedacht. Ich frage mich, was ich von seinen Liebesschwüren halten soll. Was wohl? Ist doch klar. Der will dich wieder rumkriegen. Und sobald du mit ihm im Bett warst, haut er wieder ab. Ja, vielleicht hast du recht. Ich denke schon. Ich glaube, du solltest ihn am besten vergessen. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass er weg ist. Hm? Hm. Naja, ich muss jetzt ins Büro und fahre nochmal nach oben. Also. Tschüss. Tschüss.
Jetzt kommst du auf einmal mit Blumenmann und willst mir noch nicht mal sagen, wo du warst. Aber das ist doch gar nicht so wichtig, wo ich war. Ach nein. Bitte, Gero, ich muss mit dir reden. So? Ich habe über uns nachgedacht. Ich hatte ja ein bisschen Zeit am Abstand. Das mag ja sein, aber ich glaube nicht, dass dabei was Neues rausgekommen ist. Bitte, Gero. Du bist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich musste jede Sekunde an dich denken. Markus, ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, dass ich im Moment keine Beziehung will, bitte. Aber ich bin mir sicher, dass wir beide zusammengehören. Ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir. Und das weißt du auch. Gero, wir beide werden heiraten.